Sascha Grammel ist einfach der Beste. Nee, Käse. Nee. Nee. Für Kinder ist das Emotion.
Als ich klein war, da habe ich, das war für mich keine Baumwollschnur, das war für mich eine Leiter. Ich habe immer gesagt, das ist eine Leiter, die bis in den Himmel steigt. Und das war auch keine Gummihülle, das war ein ganz besonderer Moment. Wenn ich Geburtstag hatte, dann hing so ein Luftballon an meiner Tür. Wenn man älter wird, wenn man erwachsen ist, macht man das irgendwann nicht mehr, dann findet man das albern. Als ich selbst so 12, 13 war, hatte ich ja, Auftritte gemacht auf Kindergeburtstagen. Mein Papa hat mich immer hingefahren und ich habe oft die Hausnummer nicht richtig aufgeschrieben und wir haben oft gesucht. Und da, wo der Luftballon an der Tür hing, da waren wir meistens richtig. Wenn die Straßen länger waren, dann haben wir viele Menschen kennengelernt. Ja, und dann wird man älter und man verliert so ein bisschen was von dieser Leichtigkeit, die man als Kind hatte. Ja. Ich habe neulich in der Statistik gelesen, da stand, wie oft ein Kind am Tag lacht. 400 Mal. Daneben stand, wie oft ein Erwachsener am Tag lacht. 15 Mal. Irgendwie machen wir was falsch oder vielleicht ist es der Alltag, der uns so ein bisschen auffrisst. Und ich glaube, das müssen wir nicht mit uns machen lassen. Nee, der Alltag frisst uns auf. Wir haben heute mehr als 15 Mal gelacht. Über sehr skurrile Dinge. Über eine Katze. Über eine Babyschildkröte, über einen Hamburger mit Spaghetti auf dem Kopf. Über den Käse der Wahrheit. The Cheese of Tours. Und vielleicht habe ich es ja geschafft, dass heute Abend das für euch keine Gummihölle mehr ist. Sondern ein ganz besonderer Moment. Und das auch keine Baumwollschnur, sondern eine Leiter, die bis in den Himmel steigt. Ich find's lustig.